Ich habe mir gedacht, ich unterteile das so ein bisschen irgendwie, das, was ich jetzt heute Abend mache, also Einführung in feministische Staatsdebatte. Ich habe mir überlegt, dass ich so im ersten Abschnitt so ein bisschen die historischen Anfänge der feministischen staatstheoretischen Debatte so darstelle, dass ich dann im zweiten Abschnitt so die aktuellen Stränge, so Debatten, die jetzt gerade auch noch laufen oder die halt nur kurz zurückliegen, sind vorstellen möchte und dass ich dann so im letzten noch so einen kleinen irgendwie so politischen Ausblick oder ein bisschen mehr praktische Frage am Ende noch so dran stelle. Ich hoffe, ich bin laut genug und man hört mich auch hinten, sonst, ja, ist okay. Gut. Ich werde zwischen den drei Blöcken auch so kurze Pausen machen, wenn es da irgendwie sozusagen unmittelbare Rückfragen um Verständnis oder sowas gibt, wo ihr einfach sagt, kannst du da nochmal drei Sätze zu sagen? Dann könnt ihr das an den Punkten dann auch gerne anmerken. Ansonsten, wie gesagt, würde ich das gerne irgendwie dann erst an den, also praktisch Diskussionsbeiträge ganz gerne erst ans Ende stellen, weil sonst trudel ich so ein bisschen durch den Vortrag. Das ist ja ein bisschen doof. Also sozusagen mit dem historischen Teil fange ich an. Also ihren Anfang hat die feministische Auseinandersetzung mit dem Staat so Ende der 1970er Jahre. Da taucht das auf, weil es da gerade auch sozusagen im europäischen Kontext eine Nähe gegeben hat zur marxistischen Theorie. Dass man da auch gerade sozusagen Frauenbewegung, damals auch noch Teil eben der Studentenbewegung war und da drin sozusagen dann in den Kämpfen auftauchte, wir tauchen eigentlich hier immer nur so auch als Nebenwiderspruch auf. Und sich da so die ersten Fragen dann gestellt worden sind, wie man das eigentlich auch anders sozusagen verhandeln könnte und sich damit nicht zufrieden geben wollte. 1983 dann verweist McKinn, das ist eine US-amerikanische Staats- und Rechtstheoretikerin, verweist die sozusagen darauf, dass es bis dato keine wirkliche feministische Staatstheorie gibt. Und Gründe dafür, warum sozusagen Staat an der Stelle irgendwie keine große Rolle irgendwie spielt in der feministischen Theoriebildung, ist halt, dass sie von der, also noch eine relative Nähe zwischen Frauenbewegung und Forschung gibt, die sich also so eine ganz enge Verbindung noch miteinander eingeht. Und da wird Staat einfach noch als so eine Antiinstitution wahrgenommen. Also sagen, Hort des Patriarchats per se oder schlechthin. Und davon hat man sich tunlichst fernzuhalten, hat sich den also auch nicht so im Sinne von wegen Know Your Enemy mal angeguckt, zu wissen, wie funktioniert der eigentlich oder so, sondern hat da eigentlich das ziemlich irgendwie ausgeblendet. Sozusagen auch andererseits sozusagen zweiter Grund dafür ist eben auch die Nähe zur marxistischen Theorie, die eigentlich auch ziemlich lange Zeit einen sehr instrumentalistischen Begriff des Staates hatte, also sozusagen als eben Instrument der herrschenden Klasse zu der Niederhaltung der Subalternen, das ist dann in einem Analogieverfahren sozusagen übernommen worden und dann sozusagen der Staat als das Instrument der Männer, um Frauen da niederzuhalten. Und das findet man eben auch in den Anfängen sozusagen der feministischen Debatte. So ab Ende der 80er Jahre dann kann man so erste systematische Überlegungen finden zu dem Verhältnis von Staat- und Geschlechterverhältnissen, wie das sozusagen gegenseitig sich bedingt oder eben auch miteinander funktioniert. Und für den deutschsprachigen Raum sozusagen beginnt das Ganze 1992 im Nachgang an Sektionstreffen der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaften. Und da hat die Sektion Frauenforschung dann das 92 als ihr Thema gehabt. Und da ist dann die erste große Veröffentlichung eigentlich so ein Aufsatzband, der unter, wer das sich angucken will, ist von Elke Biester et al. Ist das ein Aufsatzband geworden, der sich damit beschäftigt. Die beginnende feministische Auseinandersetzung mit dem Staat sozusagen ist geprägt von den Debatten um das Verständnis von Geschlecht und Geschlechterungleichheit. Sogar lange Zeit die Unterscheidung zwischen einem biologischen Geschlecht Sex und einem kulturellen Geschlecht Gender als Befreiung von Naturalisierung der Geschlechterungleichheit. Der zentrale Grund für die Geschlechterungleichheit und die Unterdrückung von Frauen wurde im konstruierten Kausalzusammenhang zwischen biologischer Differenz und sozialen, psychologischen und kulturellen Unterschieden im Verhalten der Geschlechter und damit der Zuweisung zu hierarchisch angeordneten gesellschaftlichen Zuständigkeiten gesehen. Politisch folgte daraus eine homogen angenommene Gruppe der Frauen, die gegen Männerherrschaft antrat. In differenzfeministischen Arbeiten wurde der weibliche Körper, die weibliche Moral
oder weibliche Lebenserfahrung zum Ausgangspunkt für emanzipatorische Strategien von Frauen herangezogen, die eine Gesellschaft jenseits patriarchaler Denk- und Ordnungsstrukturen ermöglichen sollte. Dabei wurde ein einheitliches Subjekt Frau unterstellt, das jedoch immer mehr, also im Laufe der Zeit sozusagen, der Kritik unterzogen wurde. So machten Feminists of Color deutlich, dass die Annahme einer homogenen Gruppe der Frauen herrschende Unterdrückungsverhältnisse fortschreibt. Ebenso brachten lesbische Feministinnen Unbehagen an einem einheitlichen feministischen Wir vor. Theoretisch wurde diese Kritik insbesondere durch poststrukturalistische Arbeiten vorangetrieben, die die Sex-Gender-Unterscheidung respektive die dieser zugrunde liegende Annahme natürlicher zweigeschlechtlicher Körper als Ausdruck einer heterosexuellen Matrix kritisierten, die letztlich jede Machtform reproduziert, die feministische Kritik eigentlich unterlaufen möchte. Dieses Verhältnis sozusagen einerseits eben staatstheoretischer Feministin, die gesellschaftstheoretisch arbeiten, versus sozusagen poststrukturalistischer Debatten, das kann man bis heute auch immer noch sehen, sozusagen, dass die einen ganz, ganz stark irgendwie über Foucault arbeiten, die anderen so theoretisch schon noch eine Nähe auch zu einer marxistischen Staatsdebatte haben. Sozusagen die zentrale Fragestellung, sozusagen feministische Staatsanalyse, ist dabei, wie und welche gesellschaftlichen Differenzen zu staatlich anerkannten und institutionalisierten Ungleichheiten werden. Konkret will eine feministische politikwissenschaftliche Staatsanalyse herausarbeiten, wie Geschlecht- und Geschlechterverhältnisse als konstitutive Elemente des modernen Staates begriffen werden können. Dies beinhaltet die Analyse vergeschlechtlicher staatlicher Institutionen, die Regulierung des Verhältnisses von Männern und Frauen mittels staatlicher Politik sowie vergeschlechtlichte Subjektkonstitutionsprozesse als Formen der Identitätsbildung. Was vielleicht bis jetzt schon so ein bisschen auffällt, ich rede von Männern und Frauen, das ist so ein bisschen dem Thema geschuldet. Also sagen wir, wenn ein Staat beschäftigt, der kennt eben nur diese beiden sozusagen Genusgruppen. Deswegen rede ich davon auch. Also klar gibt es das nicht, aber hoffe, ihr könnt es entschulden. Als Vorreiterin der geschlechtertheoretischen Analyse des Staates kann man die Kritikerin der westlichen Wohlfahrtsstaaten und deren Sozialpolitik bezeichnen, deren zentraler Begriff dabei der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung war. Das Konzept geschlechtsspezifische Arbeitsteilung fungierte als analytische Schlüsselkategorie, mit deren Hilfe die gesellschaftliche Stellung von Frauen nicht als individuelle Benachteiligung, sondern als Ergebnis eines institutionalisierten Machtverhältnisses zwischen den Geschlechtern und somit als Phänomen von Herrschaft begriffen wurde. Da sozusagen merkt man an der Ecke auch wieder eine relative Nähe zu marxistischen Debatten, die sich auch sehr, sehr lange mit dem Arbeitsteilungsbegriff beschäftigt haben und da drinne geguckt haben, wie sozusagen Staat da drinne eben auch Klassenverhältnisse reguliert. Dabei ist eine zentrale Kontroverse in der Debatte die zwischen dem sogenannten frauenfreundlichen beziehungsweise dem patriarchalen Staat. Sozusagen der Begriff des frauenfreundlichen Staates ist hauptsächlich geprägt worden von US-amerikanischen Feministinnen oder auch von skandinavischen, die sozusagen dem Staat so eine Rolle zugewiesen haben, der fähig wäre, Geschlechterungleichheit abzubauen oder sogar abzuschaffen. Und auf der anderen Seite so eine mehr bundesdeutsche Debatte auch um den patriarchalen Staat, wo man halt eben gesagt hat, das ist so die Institution per se, die Männerherrschaft absichert. Wie gesagt, die Debatte, sozusagen patriarchaler Staat, ist in verschiedenen Versionen vorgelegt worden, weil ich sagen würde, ein gemeinsamer Nenner ist die Annahme, dass staatliche Politik einen Kreislauf von Abhängigkeit reproduziert, der also nicht nur die Mechanismen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung nicht kompensiert, sondern geradezu herstellt. Also mit der Entstehung des Kapitalismus habe der Staat zwar die patriarchale Verfügungsmacht in der Familie geschwächt, nun allerdings selbst die Strukturierung von patriarchaler Unterordnung in der Gesamtgesellschaft übernommen. Also sagen so These, Familienpatriarchat wird durch ein Staatspatriarchat abgelöst. Als Beispiele dafür sind dann benannt worden die Durchsetzung des männlichen Familienlohns, dass also sozusagen in diesen ganzen
sozialpolitischen Regelungen ganz häufig Frauen abgeleitete Rechte über den Status als Ehefrau hatten, also dann keinen eigenen Zugang zu sozialen Sicherungssystemen hatten, sondern eben als Ehefrauen und sonst nicht. Und ein anderes Moment sozusagen staatlicher Politiken war dabei die Arbeitsmarktsegregation mithilfe von Frauenschutzrechten, also sozusagen mit dem Argument sozusagen, dass man Frauen schützen muss vor harter Arbeit, oder sind sie auch immer, sind sie aus Teilen des Arbeitsmarkts ferngehalten worden. Wie gesagt, Kritik an dem Konzept des patriarchalen Staats lässt nicht lange auf sich warten, wird dann, wie gesagt, hauptsächlich von den skandinavischen bzw. US-amerikanischen Forscherinnen formuliert, mit dem Konzept des frauenfreundlichen Staats. Da geht die Kritik in zwei Richtungen sozusagen. Einerseits wird eine Engführung des Begriffs des Politischen an der Stelle hervorgebracht, also dass der Vollzug sozioökonomischer Erfordernisse darin Frauen implizit eine Rolle reiner Objekte zuweist, also sagen sie in den Opferstatus band und damit sozusagen jede Handlungsfähigkeit von Frauen eigentlich auch ausblendet oder negiert. Ein zweiter sozusagen Kritikpunkt ist eben daran, dass es zu einer Verallgemeinerung von länderspezifischen empirischen Befunden zu Aussagen der Geschlechtsspezifik des Staates insgesamt gemacht worden ist. Also wenn man sich die Wohlfahrt, also vergleichende Wohlfahrtsstaatsanalyse anguckt, die feministische, dann kann man schon, also haben die sich an Esping Anderson abgearbeitet, der hat so verschiedene Modelle von Wohlfahrtsstaatlichkeit entwickelt und das haben Feministinnen aufgegriffen, sich angeguckt sozusagen, weil das ist eigentlich bei Esping Anderson auch noch ein geschlechtsneutrales Konzept, also guckt sich das auch weiter nicht an, und die dann sozusagen die feministische Brille aufgesetzt haben, sich das dann angeguckt haben. Und dann gibt es durchaus Unterschiede zwischen sozusagen sehr geschlechtskonservativen Sozialstaaten wie Österreich oder auch Deutschland, wo eben wirklich nur ein Zugang zu sozialen Sicherungen oder eben auch zu Arbeitsmarktpolitiken vermittelt über einen Status als Ehefrau laufen. Dagegen in skandinavischen Ländern war es zu der gleichen Zeit durchaus schon so, dass Frauen einfach die gleichen Zugangsmöglichkeiten hatten zum Sozialstaat und sie da gesagt haben, sozusagen, da wird was über eine Schere geschoren, was so nicht geht. Der frauenfreundliche Staat, sozusagen das Konzept, zeichnet dann ganz häufig ein komplett entgegengesetztes Bild, also dass Sozialpolitik diene eben nicht der Aufrechterhaltung der Abhängigkeit der Frau von der Familie und beschränke nicht den Zugang zu Beschäftigung, sozusagen da irgendwie sich viel an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf abgearbeitet worden ist, wo man dann versucht hat zu zeigen, dass sozusagen Frauen eben genau nicht in der Form eingebunden sind, wie das der patriarchale Staatsansatz behauptete. Staat fördere eben genau die Erwerbstätigkeit von Frauen durch die Schaffung von öffentlichen, also Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst und die Bereitstellung von Dienstleistungen. Ist ein Fortbestand von geschlechtsspezifischer Ungleichheit zu beobachten, die auch erkannt worden ist, die jedoch mit eben dem Verweis auf die politischen Strukturen und die ungleiche Teilhabe von Frauen an der politischen Macht begründet worden ist. Also sozusagen da eher auf die, ja, wenn man das nennt, ja so positionale Männlichkeit der Staatsapparate geguckt worden ist. Also man sich da angeguckt hat, dass eben und dabei rausgekommen ist, dass Frauen eben weniger in den Strukturen selber präsent sind, also repräsentiert sind als Männer und dass das sozusagen ein Grund ist, warum Frauen sozusagen immer noch ungleichgestellt sind. Sozusagen da geht dann auch das so ein bisschen in die Richtung sozusagen Frauen als Empfängerin, nicht als Gestalterin dieser Politiken. Wie gesagt, da hat auch die Kritik wieder nicht lange gebraucht, bis sie da kam und also sagen die Widersprüchlichkeit des Verhältnisses, welches zwischen sozialer und politischer Stellung von Frauen auch eben in Skandinavien vorhanden war, konnte nicht erfasst werden. Also das ist sozusagen immer wieder auch aus dem Blick geraten. Aber auf der anderen Seite sozusagen ist der große Verdienst eben auf jeden Fall, dass man diesen dominanten, einseitigen Fokus auf soziale Rechte als Vehikel der Reproduktion von Herrschaft zurückgewiesen hat. Und da eben auch guckt, was da die Ermöglichungen sind.
Damit veränderte sich eben die Konzeptualisierung des Staates als eine monolithische Institution, die Männer gegen jede von Frauen durchzusetzen trachtet. Der Sozialstaat wurde nun vielmehr als eine Arena von Auseinandersetzungen konzipiert, an dessen Entstehung und Veränderung auch Frauenbewegungen aktiv, wenn auch marginalisiert, beteiligt waren und sind. Ja, das wäre sozusagen so der erste Block, also der Start der ganzen Zeit. Ich weiß nicht, ist da irgendwas unklar geblieben oder ganz konfus? Dann mache ich einfach mal weiter. Sagen, ja, zeitlich leicht versetzt und in Teilen dann eben auch parallel zur feministischen Wohlfahrtsstaatsdebatte beschäftigten sich auch andere Teile der feministischen, also mit der feministischen Staatsanalyse und dabei mit der Offenlegung der Geschlechtlichkeit des bis dahin geschlechtsneutral verhandelten Staates. Dabei geht es um die Fragestellung, wie der patriarchale bzw. androzentrische Charakter des Staates zu erklären ist. Hier würde ich mit Birgit Sauer sagen, lassen sich so 6 Zugänge oder Ebenen der Vergeschlechtlichung des Staates in den feministischen Debatten unterscheiden, die ich so nacheinander vorstellen möchte. Also das erste ist sozusagen die Forscherinnen, die sich mit der liberalen Idee des Staates kritisch auseinandergesetzt haben. Als zweites sozusagen ist das Thema Staat als Rechtssystem. Das dritte ist die Genese oder auch ja, Genealogie moderner europäischer Nationalstaaten. Dann als vierter Block ist sozusagen die Gruppe, die die Geschlechtlichkeit des Staates mit der Eingeschlechtlichkeit der Staatsapparate versucht zu begründen. Dann so ein bisschen auf einer anderen Ebene, aber trotzdem auch noch eine staatstheoretische Debatte, ist die Debatte um die unterschiedliche Betroffenheit staatlicher Politiken, also die Geschlechter sozusagen different betroffen sind. Und dann sozusagen als sechstes dann, die den Staat versuchen, als ein soziales Verhältnis zu begreifen. Genau. Also dann liberale Idee des Staates, sozusagen kommt von, also in der geschlechtsneutralen Variante irgendwie von Hobbes, der davon ausgeht, dass man sozusagen die Menschen sich am Anfang der Moderne zusammengetan haben und einen Gesellschaftsvertrag miteinander geschlossen hätten, sozusagen so in einem vernünftigen Moment ihr Gewaltmonopol eben an den Staat abgegeben haben, eben zum zur Steigerung des Allgemeinwohls. Und da sozusagen gibt es die ersten feministischen Kritiken, also ist auch eigentlich eine der ältesten Debatten. Da interveniert dann Carol Pateman als eine ganz prominente Vertreterin und sagt eben, das ist nur die halbe Wahrheit. Sie wies darauf hin, dass das liberale Individuum frei von Geschlecht, Klasse und ethnischer Herkunft konstruiert eine männliche Fiktion ist und dass dem Gesellschaftsvertrag ein stets verheimlichter Geschlechtervertrag zugrunde liegt, der Frauen aus dem Staatswesen ausschließt. Also die Vorstellung ist, dass die patrilineare Herrschaft der Väter sozusagen der Vormoderne werde abgelöst durch die im Gesellschaftsvertrag zugrunde gelegte Herrschaft der Brüder, in der nur kapitalbesitzende Männer als Gleiche unter Gleichen gelten und politische Rechte erhalten. Der Gesellschaftsvertrag als Basis des modernen Staates schreibt somit die feudale patriarchale Sozialordnung fort. Da sozusagen als ein zentrales strukturierendes Prinzip wird die vergeschlechtliche Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit angesehen. Da komme ich später noch mal ein bisschen ausführlicher drauf, weil das auch irgendwie schon so ein kleiner roter Strang ist, der in vielen Debatten auftaucht, ist die Frage genau nach Öffentlichkeit und Privatheit und der Funktion für die Geschlechterverhältnisse. Ich würde sagen, also auch Pateman wird auch heute noch sozusagen diskutiert, aber da geht es heute so ein bisschen in eine andere Richtung. Im Anschluss an Pateman haben Feministinnen gezeigt, also haben sich dann mehr mit dem, auch jetzt in den letzten Jahren, mit dem staatlichen Gewaltmonopol auseinandergesetzt und haben dann sozusagen herausgearbeitet, dass das eben nochmal geschlechtsspezifisch gebrochen ist. Das wird dann bezeichnet als Aufsplittung in männliche Oligopole. Heißt also,
physische Gewalt wurde nicht wie das Hobbesche Konstrukt dies vorsah und wie es Max Weber zum zentralen Kriterium seiner Staatsdefinition machte, vom Staat monopolisiert, sondern private Gewalt existierte weiter, da Männer in der Sphäre der Privatheit Verfügungsgewalt behielten. Also an der Stelle sozusagen ja lange Zeit eben auch Männer sozusagen Verfügungsrechte auch de facto noch im Öffentlichen über ihre Frauen hatten, also mit so ein bisschen die ja weiten 60er Jahre hinein hatten mit der Notwendigkeit, dass man eine Erlaubnis brauchte, um Arbeit aufzunehmen. Das ist ja bis in die 80er hinein brauchte, damit Gewalt in der Ehe sozusagen ein Straftatsbestand wurde. Aber eben sozusagen in dem, wie auch heute sozusagen teilweise noch die Aufteilungen laufen, wer bleibt zu Hause, wer geht arbeiten und hin und her, das sind immer noch Debatten, die auch noch, also sozusagen, wenn man das jetzt auch nicht mehr als irgendwie unbedingt Verfügungsgewalt irgendwie thematisiert, aber das sind immer auch noch Debatten, die man da verorten könnte. Sozusagen ein ganz neues Thema daran ist dann sozusagen die feministische Theorie, Thematisierung des Verhältnisses von Staat, Geschlecht, Gewalt, die herausarbeitet, dass man eben auch Staat als ein Gewaltverhältnis begreifen muss. Und da wird dann sozusagen, also das ist so ein anderer Punkt queerfeministischer Theorien zur Subjektkonstitution, die den Blick auf die ausschließliche Anerkennung von Subjekten als Frauen oder Männer werfen. Oder anders formuliert, Staaten kategorisieren Menschen in zwei Genusgruppen und nur in diese beiden. Dieses Konstrukt, das durch staatliche Normen und Verfahren von Personenstandsfeststellung, Einrichtung öffentlicher Klos bis zur Schule her und auf Dauer gestellt wird, kann als staatlich regulierte Form heteronormativer Gewalt betrachtet werden. Das ist so eine, wie ich sagen, der wenigen Punkte, an denen sozusagen auch queer-feministische Theorien an staatstheoretischen Fragestellungen arbeiten. Der zweite Block, den ich vorhin benannt habe, ist ja Staat als Rechtssystem. Da sozusagen lassen sich auch wieder so grob zwei Stränge unterscheiden, die so ein bisschen auch gegeneinander an der Stelle argumentieren. Also die eine Fraktion sozusagen beschäftigt sich hauptsächlich damit sozusagen den androzentrischen Charakter des Rechtsstaats offenzulegen, dem man dann solche Debatten um Citizenship zuordnen kann. Genauso wie Fragestellungen zum Verhältnis von Familien- und Arbeitsrecht als Reproduzent von ungleichen Geschlechterverhältnissen oder eben auch, und da sozusagen geht so eine Debatte, die eigentlich von beiden Seiten mitgeführt wird, diese Diskussionen um Gleichheit und oder Differenz, die sind aus beiden Perspektiven angeguckt worden, einerseits sozusagen im Sinne der Dechevrierung und auf der anderen Seite sozusagen dann die andere Debatte, die sich mit dem sogenannten Gender Bias von Recht, also der Ambivalenz staatlicher Rechte beschäftigt, also sozusagen Schutz versus Identität, die sozusagen sich hauptsächlich daran abarbeitet, inwieweit man eigentlich sozusagen sich auf den Rechtsstaat beziehen kann und sozusagen wie man mit den ja, Gewaltschutzgesetzen oder so eben auch umgehen soll, inwieweit man den Staat eben adressiert als einen Verbündeten oder eben auch auf der anderen Seite sozusagen die scharfen Kritikerinnen davon eben sagt, dass Recht notwendig Identität schafft und da eben auch immer wieder Zweigeschlechtlichkeit etabliert und man deshalb sozusagen tunlichst die Finger davon lassen sollte, irgendwie mit Recht oder Staat was anzufangen. Dann das dritte sozusagen prominente Debatte ist die eben der Genese moderner europäischer Nationalstaaten oder eben auch der Genealogie moderner europäischer Nationalstaaten. Das sozusagen taucht irgendwie aus so einer Foucault'schen Perspektive in den letzten Jahren irgendwie einiges an Arbeiten auch auf. Das hat mal angefangen als so die, also eine Thematisierung der Universalisierung von Staatsbürgerschaft für eben partikulare männliche Projekte und Projektionen. Also da ist eben die These, dass Nationalstaaten zogen nicht nur Grenzen an ihren territorialen Rändern und exkludierten andere Ethnien, sondern Grenzziehungen verliefen auch quer durch das Staatsvolk selbst. Beispiel sozusagen die haben sich auch ganz lange abgearbeitet als Frauen sozusagen, die einerseits zwar Staatsangehörige gewesen sind, aber eben lange eben auch Bürgerinnen ohne Rechte oder Bürgerinnen mit weniger Rechten. Das ist so das eine, also sozusagen die Geschichte sozusagen der Kämpfe um das Wahlrecht kann man da drin wiederfinden. Und auf der anderen Seite ist da auch nochmal ganz prominent sozusagen die Auseinandersetzung mit der Trennung
von Öffentlichkeit und Privatheit als Konstruktionsweisen von Geschlechtern, Geschlechterverhältnissen. Dabei wird die Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit als zentraler patriarchaler Modus zur Konstruktion hierarchischer Zweigeschlechtlichkeit benannt. Der Staat wird darin als zentrale Vermittlungsinstitution dieser Trennung benannt. Also politische staatliche Institutionen sind Ritualisierungen der Trennung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit und damit der Reproduktion eines Geschlechterverhältnisses, dessen Herrschaftsaspekt gerade in der Definitionsmacht über die Vergeschlechtlichung gesellschaftlicher Räume und gesellschaftlicher Ressourcen besteht. Wie gesagt, das an der Stelle auch nicht sozusagen als da öffentlich, da privat und da Männer und da Frauen, sondern in den neueren Varianten eigentlich eher, dass man sich anguckt, wie eigentlich diese Räume geschichtlich entstanden sind und wie der Staat sozusagen diese auch immer wieder reproduziert oder eben auch konstruiert hat und weist darin eben sozusagen einfach nach, dass sozusagen die Geschichte an der Stelle immer noch auf die Sedimente sozusagen hinterlassen hat und das sozusagen heute auch noch so strukturelle Momente hat, in denen man es wiederfinden kann, auch wenn natürlich heute irgendwie Frauen und Männer rechtlich einen gleichen Zugang haben und eine gleiche Stellung haben. Das nächste sozusagen als Punkt war die Geschlechtlichkeit des Staates, verweist auf eine Eingeschlechtlichkeit des Staatsapparats. Da ist eine ganz prominente Vertreterin Eva Kreisky aus Wien, die sich mit der männerbündischen Verfasstheit des Staates beschäftigt hat, also Staat als Männerbund, die ein bisschen Männlichkeit als System sich angeguckt hat, oder eben auf der anderen Seite Rosemary Pringle, die sich die männerbündische Verfasstheit staatlicher Bürokratie, also die Bürokratieforscherin ist. Mit dem Konzept Staat als Männerbund erfasst Kreisky das Eingeschriebensein von sedimentierten männlichen Interessen und Lebenserfahrungen in staatliche Institutionen. Staatliche Institutionen weisen eine überproportional hohe Männerquote auf. Sie perpetuieren eine systematische geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und ihnen sind die Lebensweisen und Erfahrungen von Männern eingeschrieben, wodurch sie eine Kultur versachlichter Männlichkeit reproduzieren. In eine ähnliche Richtung zielt Rosemary Pringle, die konstatiert, dass die Rationalität der staatlichen Bürokratie maskulin und damit der Staat substanziell maskulinistisch ist. Maskuline Interessen finden unabhängig von der tatsächlichen Anzahl von Männern in staatlichen Entscheidungsgremien leichter Eingang in den Staat. Geschlechtliche Hierarchien, Senioritätsprinzip, starre Aufgaben- oder Rollenverteilung, kameralistische Vergabeformen und persönliche Netzwerke von Männern sind Teil der Grammatik der Männlichkeit der Institutionen, schreibt sie dazu. Also an der Stelle sich also sagen auch aus so einer geschichtlichen Perspektive das halt nochmal anguckt, wie das eben läuft. Und dann gibt es eben immer noch, wenn man jetzt so EU-Forschung oder sowas betreibt, an der Ecke auch wieder sozusagen die Debatte um so Hinterzimmerdemokratien, wo man halt irgendwie aus so einer Partizipationsforschungsecke eben einfach rausgearbeitet hat, dass sozusagen desto mehr das eben auch genau mit solchen heimlichen Gremien läuft oder eben im Hinterzimmer läuft und es eben keine transparenten Formen sind, das sozusagen tendenziell eben Frauen ausschließt. Dann sozusagen so ein bisschen quer dazu, die Debatte, weil die eben auf einer anderen, einfach auf einem anderen Abstraktionsniveau läuft, also bis jetzt sozusagen Staat immer auf so einer abstrakt-theoretischen, gibt es dann eben auch noch die Arbeiten, die sich mit den staatlichen Politiken, sozusagen die konkreten Politiken beschäftigen und sich da angucken, wie staatliche Politiken eben auch in unterschiedlicher Weise Männer und Frauen betreffen. Thema unter anderem der Forschung zum Zusammenwirken von Frauenbewegungen und staatlichen Gleichstellungspolitiken kann man nennen. Das ist in den letzten Jahren geführt worden, wird auch auf EU-Ebene gerade ganz, ganz viel debattiert, was sozusagen das Für und Wider ist. Und dann hat man ja auch so diese kleine Blüte an Universitäten mit Gender-Kompetenzzentren und so, die da so ihren Themenschwerpunkt mit drin haben. Und da eben angucken, wie auch Politiken Einfluss auf ungleiche Geschlechterverhältnisse einnehmen und da sozusagen so eine Kontroverse, die einerseits sozusagen auf der einen Seite so eine These aufstellen, dass es eine Stabilisierung ist von Geschlechterverhältnissen oder auf der anderen Seite sozusagen die These aufstellen, dass sich da durchaus was wandelt. Genau. Und sagen,
so als ja bisher so Zwischenergebnis, sie nur mal also feministische Staatskonzepte haben den Fokus nicht allein auf Klassenverhältnissen, sondern wie das vorher eben in der marxistischen Debatte des Staates gelaufen ist, sondern gucken sich häufig auch eine Pluralität sozialer Unterschiede und Widersprüche ein, also auch ein Teil der Intersektionalitätsforschung wirft durchaus Blicke auf den Staat. Daraus ist herausgearbeitet worden, dass es zwischen Staat und männlicher Herrschaft sogenannte Homologien bestehen, also dass man da Mechanismen sehen kann, die sich sozusagen an der Stelle gegenseitig bedingen und dass man das eben nicht über einen einzigen Mechanismus irgendwie begründen könnte, dass der Staat tendenziell einen maskulinistischen Charakter hat. Sozusagen damit einhergehen, also das, was ja schon bei der Wohlfahrtsstaatsdebatte so ein bisschen aufschien, wird der Staat eben ganz häufig eben auch als geschlechterambivalent thematisiert, also sagen sowohl das Konzept patriarchaler Staat als auch frauenfreundlicher Staat per se ist abgelöst worden von Konzepten, die widersprüchliche Staatstätigkeiten und Funktionen erfassen können. Da würde ich jetzt zu einer jüngeren Debatte an der Stelle aufkommen, die daran sozusagen an diesen Punkten auch anschließt. Also das, was ich als Sechstes benannt hatte, Staat als ein soziales Verhältnis. Also wurde der Staat zu Beginn der feministischen Auseinandersetzung noch als Monolith oder als Agent der Männer theoretisiert, führten sowohl einerseits ländervergleichende feministische Studien zum Staat und die Rezeption skandinavischer Debatten über den sogenannten frauenfreundlichen Wohlfahrtsstaat, als auch andererseits die Weiterentwicklung staatstheoretischer Arbeiten des Mainstreams der Politikwissenschaft sowie innerfeministische Arbeiten dazu, das Verhältnis von Staat und Geschlecht vielschichtiger und widersprüchlicher zu fassen. Arbeiten in diesem Kontext begreifen das Verhältnis von Staat, Politik und Geschlecht nicht nur als rein repressives, vielmehr wird der Staat als Arena theoretisiert, in der Geschlechterauseinandersetzungen ausgetragen und in dem Geschlechterverhältnisse formuliert und institutionalisiert werden. Diese Arbeiten fokussieren den Staat aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive und begreifen ihn als soziales Verhältnis und damit als Ausdruck der Geschlechterverhältnisse. Also das ist an der Ecke nochmal, wie gesagt, irgendwie, das wird jetzt so die Debatte so seit den Anfang 2000ern geführt. Man im Prinzip auch nochmal den Rückgriff auf eher eine staatstheoretische Debatte aus dem Marxismus genommen hat. Also ganz prominent wird da Poulantzas aufgegriffen. Der Staat als eine spezifische Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse bezeichnet. Also wo man sich genau nochmal anguckt, wie eben über gesellschaftliche Auseinandersetzungen sich erst eigentlich ein Staat eben immer wieder auch herstellt und reproduktionsbedürftig ist, also sozusagen Staat auch nicht mehr als Subjekt wahrnimmt oder eben als Entität, sondern an der Stelle eben sagt hier, das kann durchaus verschieden sein und es kann auch verschiedene Konjunkturen annehmen. Interessant für eine feministische Theoretisierung des Staates ist es meiner Meinung nach, weil Staat eben nicht mehr irgendwie etwas Vorgegebenes ist, wie zum Beispiel bei der liberalen Idee des Staates, die ist ja noch ganz klar so eine Nummer ist, da haben sich vernünftige Bürger zusammengesetzt und sich, also die dann sind sie zu Bürgern geworden, vernünftige Menschen zusammengesetzt und sich gedacht, hey, wir hauen uns ansonsten die rüber ein, also brauchen wir jemanden, der sozusagen für uns das Beste will und unser Allgemeinwohl sozusagen vor Augen hat. Und deswegen gibt es dann einen Staat und der tut dann und der macht dann und der kann dann und der soll dann. Und das wird aus der Perspektive halt verworfen und wird eben gesagt, nee, ist nicht per se vorgegeben, ist auch nichts Natürliches, der hat auch kein inneres Wesen, sondern der Staat muss eben immer wieder in und durch auch gesellschaftliche Auseinandersetzungen hergestellt werden. Damit bekommt er dann einen umkämpften Charakter, was dann eben auch keine statische Vorstellung mehr ist, sondern eben wandelbar, eben zwar wandelbar, aber eben genau auch in den Grenzen bürgerlich, kapitalistisch, hegemonial, maskulinistischer beziehungsweise seiner rassistischen Verfasstheit. Als Konsequenz verschiebt sich hier die Antwort auf die Frage, ob der Staat überhaupt für Frauen- und geschlechterpolitische Veränderungen genutzt werden kann. Anders als die strikte Ablehnung jeglicher Komplizenschaft mit dem Staat, wird dieser auch als ein möglicher Einsatzpunkt für feministische Veränderungen gesehen.
gerade weil der Staat hierarchische Geschlechterverhältnisse durch die Integration emanzipativer politischer Forderungen stabilisiert, gilt es, die Frage zu berücksichtigen, unter welchen Bedingungen geschlechterpolitische Forderungen in den Staat integriert und für Macht- und Herrschaftsverhältnisse vereinnahmt werden. Heißt also, Staat ist demnach ein Ergebnis von politischen Aushandlungsprozessen und eine spezifische Institutionalisierung von Interessen, Diskursen und Kulturen. Das ist dann in der Vorstellung so eine multidimensionale Struktur und Handlungsdimension. Also es ist auch an der Stelle jetzt nicht so die Vorstellung, das ist jetzt alles sozusagen nur noch irgendwie, das schwebt so und da handelt man dann einfach ganz wild und dann könnte Staat auch immer wieder was anderes sein sozusagen. Da ist auch schon immer auch ein Blick auf die Struktur dabei, also dass man einerseits auf Produktionsverhältnisse irgendwie guckt und guckt, wie die sozusagen im Staat eine Rolle spielen und inwieweit sozusagen staatliche Politiken eben auch sozusagen zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Vergesellschaftungsform beitragen und wie das sozusagen gleichzeitig dann aber auch wieder einen Rahmen sozusagen für staatliches Handeln bildet. Aber eben auf der anderen Seite eben auch nicht eine reine Struktur, wo man sagt, die kann halt per se alles und die ist per se immer so, sondern an der Stelle eben sich auch anguckt, was sozusagen eben gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Kämpfe und wie die sich dann eben in spezifischer Weise niederschlagen. Könnte man dann eben auch als ein unspezifisches Terrain von Machtpraktiken wahrnehmen oder als ein Ensemble von Diskursen, Regeln und Praxen oder wird auch bezeichnet als ein strategisches Feld oder ein strategischer Prozess. Wie gesagt, Ausgangspunkt dabei sind die sozialen Auseinandersetzungen, sozusagen aus einer geschlechterspezifischen Perspektive wären es dann eben genau sozusagen soziale Auseinandersetzungen um Geschlechterverhältnisse, die sich dann eben im Staat in spezifischer Weise verdichten. Sozusagen Pulanzas, wie gesagt, den ich schon benannt habe, ist an der Stelle spannend und interessant, den zu lesen. Andererseits, wie gesagt, wenn man den dahinter sich hat, stellt man dann fest, so er hat durchaus sozusagen schon so ein paar Ausblicke mit drinne dann in seinem letzten Werk, wo er auch Machtverhältnisse jenseits von Klasse thematisiert, aber die systematische Einarbeitung in seine Theorie hat er einfach nicht vorgenommen, weil er eben auch die, an der Stelle, das Buch ist aus den 70ern, also davon wahrscheinlich auch noch stark geprägt, dass er eben eine gesellschaftsstrukturierende Dimension von Geschlechterverhältnissen nicht wahrnimmt. Also wie gesagt, ist ja einfach noch die Zeit, wo das hauptsächlich noch als Nebenwiderspruch behandelt worden ist. Wenn das sozusagen aber dann, was er an ja, interessanten Gedanken mitbringt, auf Geschlechterverhältnisse überträgt, dann verdichten sich Geschlechterverhältnisse nach ihrer eigenen Logik und in der Abhängigkeit bzw. in einem Artikulationsverhältnis mit den Klassenverhältnissen im Staat. Beide sind in ihrer Verschränkung zentral für die Reproduktion der Produktionsverhältnisse und werden deshalb staatlich reguliert. Also wie gesagt, gibt es ja die Arbeiten einerseits von Frigga Haug, die sozusagen versucht hat, Geschlechterverhältnisse eben auch als Produktionsverhältnisse zu denken, oder eben auch die alten materialistischen Feministinnen, die sich am Begriff der Arbeitsteilung abgearbeitet haben, was bei ihm so beides Momente sind, die sozusagen ja eine Grundlage von Staatlichkeit herstellen, sozusagen die Notwendigkeit, die Produktionsverhältnisse eben zum Fortbestand der Gesellschaft zu reproduzieren oder eben auf der anderen Seite sozusagen bestimmte Formen von Arbeitsteilung zu reproduzieren. Also bei Pulanzas ganz zentral die Arbeitsteilung zwischen Hand- und Kopfarbeit, weil sozusagen sagt er, Staat drängt sozusagen die Kopfarbeit nach außen und gleichzeitig sozusagen monopolisiert er in sich die Handarbeit, sozusagen so das staatlich legitimierte Wissen, das sich eben im Staat sozusagen zusammenballt und das ist dann die Möglichkeit zur Ausübung von Herrschaft. Also da schließt er an Marx an der Stelle, wo er eben dann sagt, es braucht ein bestimmtes Niveau der Entwicklung einer also einer kapitalistischen Gesellschaft, dass die Möglichkeit besteht, dass Leute sozusagen freigesetzt werden von der unmittelbaren Notwendigkeit, sich zu reproduzieren, dass die sozusagen sich dann der reinen Kopfarbeit und dann eben im Sinne der Herrschaft, also mit der Beherrschung der Bevölkerung beschäftigen können.
sozusagen mit dem Verständnis, also dem Verständnis des Staates als eine Verdichtung von umkämpften sozialen Verhältnissen, ist dann verbunden, dass sowohl das Theorem des patriarchalen Staates wie auch des frauenfreundlichen Staates zu verwerfen ist. Staat eben genau, weil er nicht einheitlich ist oder eben auch nicht das Instrument einer Gruppe ist, lagern sich eben auch die Interessen von Frauen im Staat ein. Seien sie noch so marginal, aber sie sind auf jeden Fall vorhanden. Genau. Gucken. Genau, also an der Stelle nochmal kurz zu Produktionsverhältnissen und Arbeitsteilung. Sozusagen, da ist dann der Einsatzpunkt, natürlich geht das so platt an der Stelle nicht auf, mit eben Arbeitsteilung zwischen Hand und Kopf dann einfach sozusagen aufzumachen, von wegen, dann ist die Hand die Frau und der Mann ist dann der Kopf. Also das ist damit dann irgendwie an der Stelle nicht gemeint, sondern da eben auch nochmal in der Arbeitsteilung sozusagen zu gucken, was er als Ausgangspunkt nimmt, wie da drin sozusagen geschlechtsspezifische Formen der Arbeitsteilung eben drin sind. Also Polanzas an dem Punkt feministisch zu erweitern, würde ich sagen, bedeutet davon auszugehen, dass der Staat nicht nur die kapitalistischen Produktionsverhältnisse, sondern mittels Arbeits- und Familienrecht eben auch durch die Ideologie der Familie oder vergeschlechtlichte Zuständigkeiten auch den nicht bezahlten Teil der Arbeit, die sogenannte Care-Ökonomie reguliert, also dass er eben auch in diesen Punkten sozusagen an den Geschlechterverhältnissen immer wieder über die Arbeitsteilung eben operiert und dass man da gucken müsste, wie man eben auf der einen Seite die Trennung zwischen Hand- und Kopfarbeit mit einer geschlechtsspezifischen Miteinander in ein Verhältnis setzt. Danach wird sozusagen dann der Vorstellung politische Herrschaft nicht mehr als allein als Struktur gedacht, sondern eben auch als Praxis von Akteurinnen. Geschlechterverhältnisse werden somit nur als also sagen da auch nochmal in beiden Richtungen sich das anzugucken, sozusagen einerseits natürlich erhält er Geschlechterverhältnisse eben durch die Regulierung über Arbeitsteilung eben auch aufrecht, aber auf der anderen Seite sozusagen jetzt strauche ich mal, weil ich vorhin mit der Notiz nicht anfangen könnte. Ah, genau. Ja. Nee, also nochmal sozusagen, Arbeitsteilung wird an der Stelle dann sozusagen einerseits vom Staat reguliert, aber eben auf der anderen Seite sozusagen, wie das bei Polanzas auch schon angelegt ist, wie gesagt, es ist auch seine eigene Voraussetzung. Also sozusagen einerseits ist es bisschen schräge Denkform. Also einerseits sozusagen ist es die Grundlage, also erst die Möglichkeit, dass Staat entstehen kann, eben über eine Arbeitsteilung, dass eben Menschen freigesetzt werden können von einer alltäglichen Praxis und also sich zu reproduzieren. Aber auf der anderen Seite sozusagen reguliert er eben auch die ganze Zeit diese Formen von Arbeitsteilungen. Genau. Sagen, hier komme ich dann auch so mit dem kurzen Ritt sozusagen durch die Debatten dann auch schon zu langsam zum Schluss und würde irgendwie noch so 2, 3 Sätze sagen wollen, sozusagen zu, wie hält man es mit dem Staat oder politischer Praxis. Da würde ich sagen, also wie gesagt, ich würde mich selber auch in diesem Staat als soziales Verhältnis verorten und dann wird sozusagen bisschen schwieriger, also sagen, da ist dann irgendwie mit der vorherigen Haltung sozusagen, ich halte mich ganz weit weg vom Staat, nicht mehr so viel zu holen, sondern dadurch, dass eben man dass sich vorstellt, dass Staat sich in dem innenspezifisch, also ein Ergebnis von spezifischen Kämpfen ist, die sich dann in ihm wiederum verdichten, ist dann eben sind es ein Stück weit auch gestaltbare Verhältnisse. Natürlich, wie ich am Anfang gesagt habe, eben in den Grenzen einer kapitalistisch
bürgerlich verfassten sexistischen, rassistischen Form, in der er sozusagen konstituiert ist, aber innerhalb dessen sozusagen macht es durchaus einen Unterschied. Würde ich auch sagen, dass sozusagen auch Veränderungen oder gesellschaftliche Auseinandersetzungen, dass man sich die da genau angucken muss und dass es dabei eine starke Rolle spielt, wie sich auch eine Frauenbewegung da drinnen positioniert, dass das sich sozusagen auch in staatlichen Politiken niederschlägt. Und das, würde ich ja sagen, ist halt stark auch davon abhängig, was man selber für ein Staatsverständnis, also wie das Staatsverständnis ist oder auch wie die politische Ausrichtung der Akteurinnen ist. Also klar, sozusagen, das ist immer die Frage, wie hält man es damit? Ich würde jetzt nicht sagen, yippie-yay, das ist der am Ende sozusagen der Helfeshelfer ist, um das alles irgendwie abzuschaffen und Geschlechterverhältnisse sozusagen auf den Kopf zu stellen. Aber auf der anderen Seite sozusagen finde ich so manche sozusagen von Rechten, die erkämpft worden sind, sind auch schon gut, dass es sie gibt, eben solange man eben auch in den Verhältnissen sozusagen zurechtkommen muss, in denen wir halt leben. Also daher bin ich da immer so ein bisschen ambivalent, wie man es will. Also sozusagen, ich würde mich nicht entscheiden wollen, sozusagen zu sagen, entweder es ist per se eine Konservierung von Benachteiligungsverhältnissen oder eine Instanz, die sozusagen Chancen für Geschlechtergerechtigkeit bietet, sondern würde an der Stelle sagen, das kommt auch auf die Kämpfe an, die man selber eben auch da drinne führt und wie man sich dazu positioniert. Also ob man sagt, ich mache im Hier und Jetzt auch Politiken, oder ich mache sozusagen nur Politiken, die über die Verhältnisse hinausweisen. Und wie man sich da entscheidet, ich glaube, so wird man sich auch auf den Staat an der Stelle beziehen. Würde aber sagen, sozusagen so als kleinste gemeinsamen Nenner sozusagen, selbst wenn man sagt, hier Staat, wie heißt das, Staat, Kapital, Scheiße, ne? Was so schön formuliert worden ist, ist es trotzdem ganz gut, wenn man sagt, hey, ich will den einreißen, am Ende zumindest im Sinne von Know Your Enemy zu wissen, wie das Ding auch funktioniert, also sich das auch anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen, wie eben Staat funktioniert. Ja. Also ich